Yo Leute, willkommen hier zum Review der aktuellen One Piece Folge 707, um frei zu sein, Laws Injection Shot trifft. Und ohne Scheiß, diese Folge hatte mal wieder ein paar richtig coole Ansätze, weil man einfach wieder alle Leute gesehen hat, denn der Corazon Flashback ist ja jetzt vorbei mit dem sehr traurigen Ende, was wir bekommen haben in der letzten, beziehungsweise in den letzten Folgen, wenn man die ganze Situation betrachtet. Und es ist einfach gut, jetzt mal wieder so die ganzen Leute zu sehen, denn die Folge beginnt damit, dass der turbulente Fight zwischen Law und Doflamingo ist, denn wir haben ja gerade den Flashback gehabt und Law ist jetzt wieder voll dabei und möchte den Kampf zwischen ihn und Doflamingo so früh wie möglich entscheiden. Und so ist es, dass beide sich einen richtig, richtig guten Schlagabtausch liefern und Doflamingo scheint aber trotzdem die Überhand zu haben und so ist es halt, dass Law im Nachteil ist, denn er hat nur sein Schwert und seine Frucht, klar, das ist stark, aber Doflamingo hat viele, viele Techniken, mit denen er halt variieren kann und so hat Law gerade einige Probleme. Doch Law möchte dann halt für Corazon natürlich Rache nehmen und gibt einfach alles, was er hat. Und wir sehen dann auch endlich wieder Ruffy, denn Ruffy ist immer noch verzweifelt, denn er versucht ja die ganze Zeit den Fake-Doflamingo auszuschalten. Und viele wissen ja, dass dieser Fake-Doflamingo ja auch Bellamy bei sich hat, also Bellamy steht ja auch dabei. Und er benutzt die ganze Zeit Bellamy einfach als Schild, so wird Bellamy die ganze Zeit als Schild missbraucht. Und Ruffy kann einfach keinen richtigen Angriff landen, was wirklich schade ist in diesem Moment, da Ruffy schon das Potenzial auf jeden Fall dazu hat, wie es scheint. Doch er ist einfach zu gutherzig, um dann halt Bellamy eins überzubraten. Und Bellamy wird ja, obwohl er verletzt ist, immer noch von den Fäden gehalten. Nun ist es allerdings auch so, dass es wieder zu Law und Doflamingo geht. Denn während des Kampfes sagt Law, dass er das D im Namen hat. Und Doflamingo wusste das nämlich gar nicht. Auch Law wusste nicht, dass er ein Himmelsdrachenmensch ist. So wissen jetzt beide von den Gegenüber, was sie doch für Namen haben. Und dass sie quasi beide vom Schicksal bestimmt sind. Denn Himmelsdrachenmenschen werden ja als Götter verehrt. Und das D steht ja für den natürlichen Feind Gottes, weswegen es einfach gut passt und ja, es ist halt in dem Moment krass, dass beide so über den anderen was erfahren, obwohl sie sich doch schon jahrelang kennen. In der nächsten Zeit sehen wir dann auch noch Viola, Lysop und König Rico, der gerade dabei ist, mit den anderen die Situation zu beobachten, denn Viola hat ja die Fähigkeit und kann somit ganz Dressrosa überwachen, quasi überschauen und sie sagt, es gibt drei Orte, an denen gerade potenziell wichtige Kämpfe stattfinden und zwar wäre das einmal natürlich auf dem Königsplateau, wo gerade Law und Doflamingo kämpfen und Trepol gerade dabei ist, sich wieder zusammenzusetzen. Dann hätten wir Pika-Statue, wo natürlich auch Pika gerade sich mit Zorro einen, ja, tollen Schwertkampf liefert, den wir auf jeden Fall noch spannend begutachten sollten. Und an der Smile-Fabrik, wo ja gerade Franky ist, um die Fabrik zu zerstören, allerdings Senior Pink dabei ist, ihn aufzuhalten und somit ein krasser Kampf da auch noch sich anbahnt. Und jetzt kommen wir auch zu dem, was ich cool finde, denn wir sehen jetzt wirklich alle Leute mal wieder. Denn wir bekommen kurz zu sehen, wie Franky gegen Sir Pink kämpft. Ja, auch hier scheint das Niveau sehr ausgeglichen zu sein und Franky scheint in Hinsicht Stärke einiges zugelegt zu haben, aber auch was er einstecken kann, ist unnormal und es ist einfach cool, weil die beiden passen so zusammen. Es gibt eine lustige Situation, wo so eine Katze kommt und Senior Pink dann so schwach wird und Franky nimmt das dann so mit und fängt dann auch an zu heulen. Ist ein richtig cooler Kampf da auf eine gewisse andere Weise, aber trotzdem doch sehr schön anzusehen. Dann bekommen wir einen anderen Kampf zu sehen, der nicht so lustig ist, beziehungsweise dafür mehr episch, denn wir bekommen Zorro vs. Pika kurz zu sehen. Pika ist allerdings immer so in diesen Pussy-Mode gestellt, der sich immer wieder in Stein verwandelt und in seine Statue zurückzieht, während Zorro das ja natürlich nicht machen kann und die ganze Zeit verzweifelt versucht, Pika ein, zwei Treffer zu verpassen. Auch Kyros wird gezeigt, wie er gerade gegen Diamante kämpft und Diamante packt eine neue Technik aus mit seiner Flatterfrucht und bringt so den ganzen Boden quasi zum Flattern wie eine Flagge, was auch eine sehr, sehr coole Technik ist, die ihn auf jeden Fall von der Stärke nochmal deutlich angehoben hat, wenn man es so sieht, denn Diamante hat nicht immer den Eindruck gemacht, als ob er der Stärkste wäre. Aber auch alle anderen bekommen wir zu sehen. So bekommen wir Bartolomeo zu sehen. Und Robin, wie Bartolomeo zu Robin sagt, geh du schon mal vor, ich mach das hier. Und Bartolomeo kümmert sich dann um die Situation. Wir bekommen Cavendish zu sehen, der gegen Gladius kämpft. Und wir bekommen noch die anderen Kolosseumskämpfer zu sehen, die gegen die ganzen Wrestlingen der Familie kämpfen. Zum Beispiel gegen Baby Five und so. Und das ist einfach interessant zu sehen, wie wirklich wieder alle zusammenhalten und alle wieder gezeigt werden. Denn wir müssen ja daran denken, nach dem Flashback, und davor noch ein paar Wochen haben wir diese ganzen Kämpfe gar nicht mehr so gesehen und dann hat man die schon quasi vergessen, so im Hinterkopf gehabt, aber man hat sie schon quasi gelöscht, so ein bisschen. Deswegen war es jetzt ganz praktisch, die alle wieder zu sehen. Aber auch andere Leute haben alle Hände voll zu tun, denn die Kolosseumskämpfer sind ja gerade am Kämpfen, aber auch die Tontata tun ihren Teil, denn sie suchen ja gerade die Prinzessin Menchery und sind gerade dabei, sie zu befreien, da sie ja irgendwo eingesperrt ist. Und auch Sabo ist nicht untätig, denn wir sehen
eine Szene, wo ein Kind halt so hinfällt und dann stürzt ein Haus ein und das Haus würde halt auf das Kind fallen und auf die Mutter, die versucht, das Kind zu retten. Und Sabo kommt einfach und macht mit einer Feuerfaust einfach das ganze Haus weg und war auf jeden Fall cool zu sehen, wie die Revolutionsarmee auch tätig ist. Wir sehen auch, wie Koala irgendwo hinrennt, wo wissen wir gerade im Moment nicht. Und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, was die Revolutionsarmee jetzt für Schritte einleitet und was Sabo jetzt vor allen Dingen macht nach dem Kampf gegen Fujitora. Und ja, jetzt zum Ende der Folge. Und zwar ist es halt so, dass Law immer noch gegen Doflamingo kämpft. Und Doflamingo, was jetzt richtig cool umgesetzt ist, wird zwar extrem wütend, weil Law ja das D im Namen hat und Law dann halt ein bisschen darauf rumreitet und auch das mit Corazon in Verbindung bringt. Und dann wird Doflamingo wütend und startet so eine leichtsinnige Attacke von Angriffen. Und weil er so leichtsinnig ist, kann Law ihn quasi austricksen mit seinem Room und kann dann den Injection Shot machen, der dann auch Doflamingo direkt trifft. Das Problem hierbei ist, wir sehen, wie Doflamingo getroffen wird und auch verletzt wird. Allerdings sehen wir auch, wie Trepo die Situation erkannt hat und sich wieder zusammengesetzt hat. Das heißt, dass Trepo jetzt wieder voll funktionstüchtig ist und auch ganz gut mit Lors Fähigkeit anscheinend klarkommt. Also mit den Verstehen und Reagieren auf die Fähigkeiten. Weswegen Trepo auf jeden Fall auch noch nicht zu unterschätzen ist, denn er könnte auch noch ein sehr, sehr harter Gegner in diesem Aspekt werden. Und ja, das war im Grunde die Folge, wie wir dann halt Law sehen. Wie er sagt, ich werde Corazons Job beenden, ich werde quasi die Kugel abschießen, die er damals nie abgeschossen hat. Und so endet die Folge. Ein sehr, sehr cooles Ende, mal wieder eine sehr erfrischende Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge genauso gefallen hat wie mir. Ciao.